Was geht ab, Leute? Der Flut ist mal wieder am Start mit einem neuen Video. Und Leute, heute gibt es mal wieder 1 vs 1 Kampf. Und zwar... Ui! Juhu! Ganz besonders nämlich. Wieder gegen fucking Sake. Also ganz, ganz krank. Der Erste, der es geschafft hat, zweimal reinzukommen. Und vor allem in einem so kurzen Zeitabschnitt, ne? Der war ja hier erst im vorletzten 1 vs 1 am Start. Und jetzt hat er schon wieder gewonnen. Durfte sich wieder die Klasse aussuchen und ja, ich glaube mal, der wird auch mal wieder richtig auseinandergerissen, oder der gute Junge? Der hat sich hier Vollmantel rausgesucht, also Ehre, ne? Ehre. Kann ich ihn wieder schön wallbang, Alter? Schmeckt. Ui, oh, ach, Sake, komm. Das wird nichts, Bruder. Geil, Digga, ich bin so abgehoben, ne? Ich werde so oft von euch wegrasiert. Aber wenn Sake da ist, ne, dann bin ich abgehoben. Ja, was will ich kommentieren? Auf jeden Fall, Jungs, ne, der Discord kommt auf den Discord, Boys. Und wenn ihr gewinnt, dann kriegt ihr die Special-Rolle. Die kriegen alle 1 vs 1 Sieger. Also hier doppelter Anreiz, Member auf dem Discord zu sein. Oh, Ehre, Alter. Ich glaube, so gut waren wir noch nie. Ich habe mich auch richtig gut eingespielt davor. Und jetzt kleiner Cringe-Fakt. Ich habe hier ein bisschen was rumexperimentiert. Dafür cringe ich ehrlich gesagt ein bisschen. Also das zeigt wirklich auch unsere tiefe Bindung, die wir zusammen haben, dass ich euch sowas Persönliches erzähle. Ich habe mir auf mein Display ein bisschen Nivea-Creme geschmiert. Allgemein Nivea Man-Creme. Alter, beste Handcreme, die es gibt für Männer. Ich schwöre, die riecht so geil, Alter. Zieht ihr euch alle, wirklich. Zieht ihr euch. Da habe ich mir so einen kleinen Tropfen. Boah, lol. Lul. Alter, ich dachte gerade, der geht oben hin. Wild, Sake, wild. Da habe ich mir einen kleinen Tropfen so auf dem Display rechts gemacht. Damit mein Finger ein bisschen so besser über den Bildschirm slidet. Also ganz wild. Ah, ja, let's go. Weg mit dir, Sake. Weg, Alter, weg. Dann, wie sieht's aus mit Schule? Jungs, Schule, auf jeden Fall schriftliche Prüfungen sind durch. Jetzt kommen noch so ein paar kleine Gammeltests und dann halt noch das mündliche Abi, aber es ist alles kein großes Ding mehr eigentlich. Deswegen werden jetzt wieder aktive Videos kommen, also das heißt wieder aktive. Ich habe es eigentlich ziemlich gut geschafft, die Prüfungsphase zu überstehen, finde ich, von den Uploads her. Bin da recht konstant geblieben. Wo ist das, Sake? Sake, wo bist du? Ach, Sake. Bruder, du weißt doch, ich spiele mit Headset. Ich höre dich, Bro. Oh nein, hat mich doch gepreamt oder so. Wild. Sake auf jeden Fall wild. Oh, sehr, sehr wild, auch sehr wild. Ah, Jungs, ne? Wieder so outplayed einfach, Alter. Oh, ich bin so gut. Ich bin schon krass, Jungs, ne? Müsst ihr mir schon lassen eigentlich. Ja, let's go. Oh, ich glaube, wir hatten absolut keine Muni mehr. Das war knapp, Alter, das war knapp. Heute wird er richtig zerbombt. Der macht wieder das Gleiche. Er macht halt wieder das Gleiche, weil er halt echt nicht so gut ist, Alter. Ach, Sake, Brudi, ich bin dir einfach, komm, ich bin dir überlegen. Hab ich dich ja so predicted schon wieder, Alter, weil es war so klar, dass er wieder da außen rum geht. Ah. Oh, Alter, da haben wir richtig kassiert gerade. Ich will es mir gar nicht angucken. Das wäre zu sad gewesen, wenn wir das angeguckt hätten. Oh, ja, ein bisschen gekackt. Klasse ist eigentlich eine schöne, die er sich ausgesucht hat. HBR feiere ich, ist eine schöne, schöne Waffe, macht richtig Bock zum Spielen. Oh, wild, Alter, Sake, ich hau dich across the map, pack dir nächstes Mal Dead Silence ein, wenn wir 1v1 machen. Der Ärmste, ich höre ihn halt so krass across the map. Schönes 1 vs 1, wirklich schön. Sake, Legende, nimmt zweimal teil, wird zweimal absolut zerrissen. Feier ich, wirklich, feier ich sehr. Ja, komm, 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 Sake, ja, Ehre, let's go, Alter, 14, 15, 3. Krank, krank, Alter, so haben wir noch nie performt im 1 vs 1. Richtig, oh, fuck, nächstes 1 vs 1, schreibt mir in die Kommentare, fuck, was schreibt ihr in die Kommentare? Ey, komm, Jungs, heute gönnen wir einfach mal so, ich nehme jetzt jeden rein in die Verlosung, der wo einen Kommentar schreibt, außer ihr macht irgendwie deutlich im Kommentar, dass ihr jetzt, keine Ahnung warum, nicht in der Verlosung dabei sein wollt, ansonsten nehme ich heute einfach jeden mit, der einen Kommentar da lässt. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.